eine Premiere beim Oberösterreichischen Blasmusikverband und dem Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk. Ein Dirigentenwettbewerb. Dieser wurde kürzlich zum ersten Mal überhaupt in der Mangelburg Grieskirchen ausgetragen. Die Idee kam vor einem Jahr bei einem Gespräch mit Thomas Doss bei einem Café. Bei den Musikern entstehen manchmal die besten Ideen nach den Proben, aber auch manchmal bei einem Café am Vormittag. Und da kam dann die Idee, machen wir doch einen Dirigentinnenwettbewerb oberösterreichweit für alle Interessierten. Und die Idee dahinter ist, dass die jungen Menschen, so wie jene, die heute das Leistungsabzeichen bekommen haben, auch mal einen Dirigentenwettbewerb miterleben können. Und ich denke, es war eine Win-Win-Situation. Und der Andrang an Teilnehmern war größer als erwartet. Ursprünglich dachten wir mal mit 15 Teilnehmern, wenn wir 15 haben, sind wir sehr froh. Es waren dann 20 Anmeldungen und wir hätten noch mehr nehmen können, haben uns dann entschieden auf die 20. Das war dann die erste Runde. Jeder hatte nur 5 bis 6 Minuten die Möglichkeit, sich mit einem Ensemble zu präsentieren. Dann kam die zweite Runde mit 6 Kandidatinnen. Da ging es dann schon auch in die Probenarbeit. Die besten 3 Kandidaten kämpften beim Finale um die Gunst der Jury. Diese bestand aus keinen geringeren als Direktor Karl Geroldinger vom Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, Landeskapellmeisterkonsulent Günter Reisecker und José Rafael Pascual Villaplana, internationaler Dirigent aus Spanien. Zur Bewertung stehen bei so einem Wettbewerb mehrere wichtige Kriterien. Wie bewertet man einen Dirigenten? Zum einen die Schlagtechnik, da geht es um die Dirigiertechnik, dann Körpersprache, Auftrittsverhalten, Persönlichkeit, Probenmethodik, Musikalität. Also da gibt es viele, viele Bereiche und darum kann man auch Dirigieren studieren und das ist auch der Grund. Das Finale für sich entscheiden und somit insgesamt 19 weitere Kandidaten hinter sich lassen, konnte Bernhard Müller aus dem niederösterreichischen Trautmannsdorf an der Leiter. Er dirigierte zum Stück St. Cecilia von Thomas Assanger. Also ich bin ja beim Thomas Doss im EBO-Unterricht und der hat mir von dem Wettbewerb erzählt. Und ich habe mir gedacht, dass das sicher eine gute Erfahrung ist und mich das sehr interessiert. Und darum wollte ich da unbedingt teilnehmen. Und ja, wie ich dann gehört habe, ich bin genommen, dann ist gleich an die Partitur. Einrichtung angegangen, Partitur errichten, dirigieren und das war ja eine sehr intensive Phase und ja, gefreut mich irrsinnig, dass ich dann heute jetzt da stehen darf. Was glaubst du, war das ausschlaggebend? Mir hat es irrsinnig getaugt, mit der Musikkapelle zum interagieren, also das war extrem cool und wir haben gestern schon das St. Cecilia erarbeitet und heute habe ich es nochmal gezogen und es war einfach schön, dann zu dirigieren und ich habe mich einfach gefreut und dir wird gut gepasst haben. Also die 3 Finalisten waren schon alle 3 sehr, sehr gut. Da ist dann schon Nuancen, wo man denkt, okay, der erreicht das Orchester vielleicht mehr oder hat von der Dirigiertechnik schon weitere Fortschritte gemacht. Also die sind schon auf einer sehr, sehr guten Ebene und haben eine große Entwicklung hinter sich. Da geht es dann um Nuancen. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Michaelenbach, der die musikalische Begleitung übernahm, und der Stadt Grieskirchen. Also ich bin total beeindruckt, ich bin überglücklich, ich kann nur sagen, herzliche Gratulation an alle Mitwirkenden und vor allem an die Ideengeber. Ich gratuliere allen sehr herzlich und bedanke mich bei allen für die Unterstützung, Oberösterreichischer Blasmusikverband und Oberösterreichisches Landesmusikschulwerk.